Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Jahr Unboxing. Und zwar haben wir heute, wie wahrscheinlich schon der Titel verrät, da gehe ich mal von aus, dass es der Titel verrät, die King's Loot Box und zwar die Game Box tatsächlich. Heute, ja, und dann, ohne um den heißen Brei jetzt weiter rumzureden, werde ich sie jetzt einfach mal ein bisschen aufklappen, ein bisschen öffnen. Gucken wir mal, was wir da drin haben. Sie ist groß, sie ist braun und wir haben natürlich erst einmal wieder die Loot-Karte, die gute alte. Ui, was haben wir denn da? Aber fangen wir erstmal mit etwas anderem an. Was haben wir denn? Was ist das denn? Pixelcraft Collectors Edition. Make your favorite pixel-added character for item from the original game. Pixelcraft, das scheinen, ich habe keine Ahnung. So sieht das Ganze aus. Ich habe keine Ahnung, sind das, Icons, ja, das sind dann tatsächlich wahrscheinlich diese. Ja, die Pixel Art Icons von Super Mario Brothers. Damals. Magnetpixel. Gucken wir einfach mal rein. Nein, das ist Klebestreifen. Weil darunter kann ich mir jetzt nicht ganz so viel vorstellen. Ohne die Verpackung kaputt machen zu wollen, aber ich krieg's nicht raus. Das sind tatsächlich so eine Pixelkarten. Jetzt. Oh je, muss man noch selber zusammenlegen oder ist das was zum Falten? Haben wir irgendwo einen? Ja, wir haben. Sind das jetzt verschiedene Karten? Ah, das sind tatsächlich Magnetplatten, zumindest ein paar hiervon. Um die mal zu zeigen, das sind verschiedene kleinere Magnetplatten, zumindest die beiden. Was haben wir hier noch? Das ist ein Aufsteller und dann können wir das. Also das ist der Aufsteller. Und dann kann man sich hier drauf, ja, die verschiedenen Pixeln mit den Teilen hier legen. Also es ist so ein Do-it-yourself-Bild, wenn man es möchte, wenn man es mal ganz grob sagen möchte. Ja, warum nicht? Man ist auch relativ nice, vor allem was dieses Pixel angeht. Dieses ganze Retro-Style, der ist ja sowieso nice damals gewesen. Das war richtig geil, das ganze Zeug. Vor allem in den Games, da musste man sich noch richtig anstrengen, dass man da überhaupt was reißen konnte. Waren richtig scheiße schwer. So, jetzt rein da, dann Klappe zu, dann wieder zurück mit dir in deine Packung. So, und ich habe sie leider verrückt gemacht, die Packung. Ist zwar nur ein kleiner Riss, aber naja. Gut. Jetzt kriege ich sie nicht mehr zu. So. Also, Pixelcraft, Pixelart, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, kann man verschiedene Bildchen legen. Und dann kommen wir zum nächsten Item. Und das ist ein God of War Item. Und zwar haben wir hier einmal ein Plüschfigürchen von. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Jedenfalls ist es ein God of War Item. PlayStation, offiziell Lizenz Product.
Warning, Warning hinweisen ist immer geil. Warning, Hazard, Choking Hazard, Small Parts, not for children under three years. Aber ich würde mal sagen, das ist einfach der kleine Junge, oder der Sohn von Kratos. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Ist das Atreus? Ich habe keine Ahnung. Ja, und genau den haben wir dann einmal als Plüsch. Und jetzt haben wir hinten noch seinen kleinen Bogen mit Köcher. Ja, da haben wir noch was zum Ranbammeln. Den kann man sich irgendwo hinhängen, wenn man das möchte. Oder man stellt ihn sich einfach hin. Der sitzt natürlich auch mehr oder weniger gut. Oh, da haben wir jetzt tatsächlich noch eine kleine... Oh. Da haben wir jetzt tatsächlich... noch zwei Funko Pop Figuren in einem. Und zwar ist es eine Versus Edition, und zwar haben wir hier Gamora gegen Strider. Was, woher Strider ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Und Gamora, das müsste ja die aus WoW sein, ne? Es sei denn, es gibt noch eine andere. Dann bin ich da jetzt tatsächlich überfragt. Das sind Bubbleheads oben drauf noch. Also da wackeln auch die Köpfe. Ja. Gamora und Strider, Tupac. Ich würde gerne mal wissen, jetzt tatsächlich genau, woher die sind. Ob das jetzt... Achso, das ist Marvel vs. Capcom. Ah, da haben wir's. Also die eine Gamora, die ist nicht aus WoW, sondern aus... wahrscheinlich aus dem Marvel. Marvel oder ist die aus Capcom? Ich würde sagen, der Strider ist aus Capcom, aber der sagt mir jetzt auch nichts. Da stehe ich jetzt wahrscheinlich komplett auf dem Schlauch und rede mich hier um Kopf und Kragen, aber das ist ja nichts Neues. Zwei Funko-Pop-Figuren, warum nicht? Sie sind auch selbstverständlich geil. Und da haben wir jetzt... aus Killer Instinct wieder... eine andere... Figur als die, die wir eh schon haben. Und da haben wir jetzt den Shadow Jago. Ich glaube, wir haben den normalen hier rumstehen. Und dann haben wir, genau, das ist richtig. Wir haben Jago stehen und jetzt haben wir noch den Shadow Jago oder Jago, ich habe keine Ahnung. Exklusiv, in-game, unlockable. Okay. Available für Xbox One und PC. Ist auch noch was hier drin. Dass man sich den. Ich weiß nicht, ob es ein Skin ist, das. Weapon Base Articulation comes with removable base. Includes Shadow Jago Figure and Silhouette Sawblade. Also, der hat sogar das Sawblade, das man hier hinten sieht, als Waffe mit dabei. Ja, gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie das dann nicht nur verpackt, sondern auch unverpackt aussieht. Killer Instinct. Genau, die Figur. Remember Code Online. Die muss man sich auch mal freirubbeln. Hast du so ein kleines Kärtchen und hier hinten ist der freizurubbelnde Code oben. Jetzt wollte ich gerade das Schwert rausreißen, aber nein, es ist festgeklebt. Es ist tatsächlich wieder von der Action, von einer, diese Actionfigur, die wir bereits hier drüben einmal haben. Die gucken wir uns selbstverständlich auch noch mal an. Ich finde diese Verpackung wunderbar. Übertriebener ging's nicht. Ah, komm her. So. Und da fällt mir schon die komplette Verpackung auseinander. So, haben wir sonst noch was hier drin? Sieht nicht so aus. Und wir haben wieder einen Untergrund und die Figur. Dann wollen wir mal gucken, ob das zusammenpasst.
So. Und dann sollte das hier so sein. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das Schwert in seine Rechte kommt. Ich gehe einfach mal davon aus, ich weiß es nicht, ob er Linkshänder ist oder überhaupt eine Waffe trägt. Das kann ich so an sich nicht sagen. Habe ich es da gemacht? So. Diese Waffen in die Gummihände zu kriegen, das ist eine Friemelarbeit. Man will aber auch nichts kaputt machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Waffe sowieso verkehrt rum jetzt reingeklickt habe. Vorausgesetzt, sie ist richtig. Ja. In dem Fall hält sie noch nicht. So, na, nimm sie schon in die Hand. Geht doch. So. So haben wir den guten Jago auch mal zusammengebaut. Den Shadow Jago auf Untergrund mit Waffe, die jetzt ein bisschen krumm ist und immer noch nicht richtig fest ist, aber naja, man kann nicht alles haben in seinem Leben, aber ich glaube, zur veranschaulichen Recht ist erstmal. Das wumm, ich jetzt hier richtig, dass ich das Schwert nicht festkriege. Aber zum Vergleich. Wir haben hier den normalen Jago. Oder Jago, ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Richtig, weil ich Killer Instinct noch nie gespielt habe. Einmal hier in der normalen Version. Und auf jeden Fall jetzt nochmal in der Shadow-Version. Also es gibt ja schon tatsächlich zusammenhängendes Loot. Dass man nicht nur die ganze Zeit unterschiedliches kriegt. Was natürlich auch richtig geil ist eigentlich. Haben wir denn noch etwas in dieser Box? Ja, natürlich nicht zu vergessen. Pure Wizard World. Und dann haben wir selbstverständlich noch ein T-Shirt. Und dieses T-Shirt. Ja. Ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung. Es zeigt eine Qualle mit Zylinder und Schnauzer. Ich bin da tatsächlich überfragt, was das T-Shirt jetzt angeht. So, die beiden Figuren strebe ich mal weg. So, ihr geht mal beide da hinten hin. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns gucken wir uns das Loot-Kärtchen dann mal an. King's Loot Exclusive, Premium-T-Shirt Dapper Alien. Selbst ein glibbigeres Alien sieht mit Zylinder, Monokel und Schnurrbart gut angezogen aus. Marvel vs. Capcom Infinite. Funko Pop, Gamora vs. Strider, Gamora gegen Strider. In diesem Videospiel ist dies möglich. Für wen von beiden bist du? Pro. Super Mario Bros. Pixelcraft. Baue dir deinen eigenen Charakter oder dein eigenes Level aus vielen Magnetplättchen zusammen. Genau. Killer Instinct Figur Shadow Jago. Der Kampfmönch Jago in seiner besessenen Form. Nur die stärksten Kämpfer haben vielleicht den Hauch einer Chance gegen ihn. Künstlerin Maike Thomas. Und auch bei deinem T-Shirt, Maike Thomas. Oder Thomas. God of War, Stubbins, Atreus. Atreus unterstützt Kratos, wo er nur kann. Im Kampf ist er eine große Hilfe, aber er muss noch sehr viel lernen. Das ist richtig. Ja, und auch wenn ihr... eine King's Loot Box haben wollt und die nächste Horror Box ist zum Beispiel in der Halloween Edition was Besonderes, könnt ihr die natürlich auch bekommen. Ich werde euch irgendwo unterhalb dieses Videos, wahrscheinlich in der Beschreibung, verlinken, wie ihr ja dorthin kommt zur King's Loot Box oder zu den ganzen King's Loot Boxen, die es so gibt. Da ist eigentlich für jeden immer irgendwas dabei, also
Das ist jetzt nicht nur Games, Horror und sowas, die haben natürlich auch Blockbuster-Boxen für Film, für Serien und sowas. Ist natürlich alles vertreten. Es gibt auch reine T-Shirt-Boxen, wer jetzt auf die reinen T-Shirts steht, kommst du auf jeden Fall billiger, als wenn du dir die ganzen T-Shirts im Einzelnen holst. Ja, das war's dann erstmal für diese Aufnahme. Und dann sehen wir uns dann selbstverständlich im nächsten Unboxing wieder. Also bis dahin, ne? Ciao.